an einem Plattenkondensator mit der Plattenfläche 500 Quadratzentimeter und dem Plattenabstand 4 mm wird die Spannung 400 Volt angelegt. Wie groß ist die Ladung, die der Kondensator aufnimmt? Ein solcher Kondensator kann so dargestellt werden. Die Spannung U beträgt 400 Volt. Der Flächeninhalt einer Platte, Groß A, beträgt 500 Quadratzentimeter, das heißt 0,05 Quadratmeter. Die Distanz klein d zwischen den Platten beträgt 4 mm, also 4 mal 10 hoch minus 3 Meter. Gesucht wird die elektrische Ladung Q, die dieser Kondensator aufnimmt. Wir drücken diese elektrische Ladung in Coulomb aus. Und um sie herauszufinden, nutzen wir diese zwei Formeln. In der zweiten beträgt Epsilon 0 ungefähr 8,86 mal 10 hoch minus 12 Farad pro Meter. Wir kombinieren diese zwei Formeln. Durch die erste wissen wir, dass Q C mal U ist. Und durch die zweite wissen wir, dass C gleich zu diesem Produkt ist. Daraus schließen wir, dass Q gleich ist zu Epsilon 0 mal Groß A auf Klein d mal U. Wir ersetzen Epsilon 0 durch 8,86 mal 10 hoch minus 12, Groß A durch 0,05, Klein d durch 4 mal 10 hoch minus 3 und U durch 400. Und somit finden wir als elektrische Ladung Q 4,43 mal 10 hoch minus 8 Coulomb.